Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir sind im Trailer im Wohnwagen, wahrscheinlich von Zoe. Und der ist ein Safe Room, das finde ich ganz gut. Ich hätte eigentlich zwischen den Aufnahmen speichern sollen, habe ich vergessen, tut mir leid. Kommt ab und zu mal vor. Machen wir. Oh, Moment. Ich habe den Sound am Rechner noch an, dann doppelt es sich. Das wäre nicht so gut. So. Ja, das ist so. Zwischen den Aufnahmen macht man immer so ein paar Sachen und dann macht man den Rechner-Sound wieder an. Und warum habe ich jetzt das blöde Gefühl, wenn ich da rausgehe, dass was passiert? Oh, Telefon. Wo war denn das Telefon? Ach, da. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Ich habe eine Schrotflinte. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich finde ihre Stimme total schön, muss ich sagen, von Zoe. Ich finde, die hat eine total angenehme Stimme. Das aber trotzdem nochmal. Ich habe immer das Gefühl, wir vergessen irgendwas. Ach, meine Nase. Jedes Mal, wenn ich ein Let's Play aufnehme, niese ich, meine Nase juckt, ich fange an zu gähnen. Stress. Quatsch, kein Stress, alles gut. So, okay. Dann habe ich jetzt so... Moment. Ganz wichtig, müssen da wieder rein. Ich finde das lustig, dass Türen immer nach beiden Seiten aufgehen. Ich möchte die Videokassette wieder ablegen. Die brauchen wir nämlich sowas von gar nicht jetzt. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht R1 drücke, weil wir Heilungsmittel haben. Okay, ich möchte meine antiken Münzen eigentlich ganz gerne sparen. Also ich bin mal fest davon überzeugt, dass die hierfür sind, weil ich eigentlich erst die Magnum haben möchte. Und ich bin halt so ein kleines Waffenkind. Ich brauche halt dann... Ich fühle mich sicherer, wenn ich eine Magnum bei mir habe. So, ich bin mir jetzt relativ sicher, weil wir das ja in dem Video gesehen haben. War doch ganz gut, das nochmal anzuschauen, dass wir hier hin müssen. Ja, jetzt geht nämlich die Tür auch auf. Perfekt. So, jetzt können wir uns das auch mal alles ein bisschen genauer hier angucken. Da unten sind Stalagmiten. Okay. Und die Puppen natürlich. Okay, damit kann man nichts machen. Oh, ekelhaft, ekelhaft. Ekelhaft. Welcher Psycho kommt auf so eine Idee? Ey? Bläh. Abartig. Ah, wir sind durch. Okay. Dann wollen wir uns mal umschauen. Da ich ja nicht springen kann, kann ich auch hier nicht drüber und mal gucken, was da hinten ist. So. Das hier, das sind wohl Chemikalien-Wassertanks, irgendwie sowas. Pistolen, meine Zunge. Danke. Und Würmer. Dann. Wieso können wir eigentlich jetzt nicht hier runter durch den Wald laufen und weg sind wir? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Und wieso ist Mia dazu fähig, unsere Hand wieder anzunähen und uns so ein Ding an die Hand zu machen? Das ist auch was, was mir noch nicht so... Oh nein. Oh nein. Das müsste eigentlich, müssten wir die mit dem Messer. Ja, brauchen wir eigentlich. Brauchen wir eigentlich keine Munition für verschwenden. Das dauert dann halt ein bisschen länger, aber. Okay, hier sammeln sie das Altpapier.
Tonnen? Diese Teile hier, die haben wir auf der Arbeit für Wäsche zu transportieren. Also hier diese großen. Wo haben die das alles her? Ich nehme mal an, dass das hier das alte Haus ist. Okay. 8. Februar 1802. Ja, das ist ein Haus auf Stelzen, was am Wasser steht. Also das ist das Haus, in dem wir uns gerade befinden. Es ist schon ein relativ altes Haus, 1802, wenn wir überlegen, dass Raccoon City 91 passiert ist. Ja, hier ist das Wasser. Also wir sind in dem Haus, von dem Zoe gesprochen hat. Ins Wasser rein können wir nicht. Was haben wir denn hier? Ah, das sind Kerzenreste, okay. Gut, also ins Wasser rein können wir nicht. Dann gehen wir weiter. She's upstairs. Don't go up, aber das Don't ist durchgestrichen. Das heißt, wir sollen also nach oben gehen. Okay, da ist irgendwas Pulsierendes. Wo die ganzen Mücken drumherum sind, das finde ich jetzt nicht so schön. Ah, was? Wo kommt die alle her? Habe ich mich jetzt erschreckt, Alter. Sie ist oben, geh nicht hoch. Ja, aber das Don't ist ja durchgestrichen, also gehen wir halt hoch, ne? Kann ich hier vorbeischleichen? Dass die nicht auf mich aufmerksam werden? Okay. Ich nehme mal, also ich gehe jetzt extra langsam. Ich habe so das blöde Gefühl, dass die auf meine Bewegungen reagieren. Ich weiß nicht warum. Also ich kann da nicht hin, ich kann da nicht in die Nähe kommen. Die greifen mich direkt an. Gut, das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie... Ah, ich weiß, was wir finden müssen. Oh, bestimmt dieses Flammenwerfer-Dings. Das ist der Flur, wo wir uns versteckt haben. Hier standen die zwei Kisten. Okay, wo fangen... Ich weiß halt nicht, wo wir anfangen sollen. Okay, Kerzenstände. Das ist schon... Festbrennstoff. Ja, das habe ich mir doch gedacht, dass wir die irgendwie verbrennen müssen, diese Dinge. Hier wieder so eine große Statue. Ich finde das irgendwie ein bisschen bizarr, dass die hier so auftreten. So. Aber hier brauchen wir wieder einen Dietrich, den wir nicht haben. Also ich weiß nicht, ob ich die alle überall verpasse, wo diese... Oh, das wollte ich gar nicht. Wo diese Dietriche alle rumschwirren. Igitt, oh, Babenö. Die springen mich an. Also, die werden wir wohl auch abflemsen müssen. Jill, der Master of Unlocking, die hätte das jetzt hier lösen können. Ich will jetzt noch nicht da rausgehen. Das kommt mir irgendwie so vor, als müssten wir erstmal hier drinnen bleiben. Weil wir wissen ja, dass dieses Flammending da draußen gelegen hat. Und das möchte ich mir eigentlich ganz gern zuerst holen. So, oh, ein hübscher Blumenstrauß. Das ist, glaube ich, auch ein relativ bekanntes Bild da oben. Ich kenne die leider alle nicht mehr. Ich kannte mal so viele Bilder, ich kenne sie alle nicht mehr. Okay. Karte des alten Hauses. Na, die nehmen wir doch mal. Gucken wir mal. Esszimmer, Salon, Galerie, da gehen wir jetzt hin. Wasserspeicher. Ah, vielleicht können wir da was vergiften. Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang. Also im Salon sind die Viecher drin. Galerie ist das, wo wir jetzt gerade sind. Esszimmer, Keller, Wohnzimmer.
Zimmer für Hausarrest. Dafür gibt es ein extra Zimmer. Wow. Also wenn man dieses Zimmer dann haben wollte, dann musste man Scheiße bauen und dann ist man da reingekommen. Dann hatte man seine Ruhe. Finde ich praktisch. Gerade so für Leute mit ganz vielen Geschwistern. Dieser Typ hängt auch relativ häufig da. Ich finde das Bild hier unglaublich furchtbar. Also ich weiß nicht, ich kann nichts dafür, aber ich finde es ganz schrecklich. Oh, eine Miezekatze. Sieht aus wie meine Miezekatze. Aber meine ist nicht ganz so fett. Hier ist leer. Hm, das Holzteil fehlt. Das müssen wir also erst finden. Ist das immer noch das Spinnenbild? Ja. Venomous. Freya, das kann ich nicht lesen. Der giftige Räuber. Das Gemälde zeigt einen im Netz gefangenen Schmetterling. Okay. So, ach, schade, das Brandding liegt nicht mehr hier. Pistolenmunition, flüssige Chemikalie. Ich mache mir noch was zum Heilen. Nein, ich wollte es nicht essen. Ach, das mache ich jedes Mal falsch. Ich muss wirklich hier hingehen. So, okay. Da ist es. Brennergift. Da kann man weitergehen. Ging das letztes Mal auch, wo wir mit Mia hier waren. So, jetzt wollen wir gerade schauen. Festbrennstoff. Wenn er entzündet wird, kann allein nicht verwendet werden. Kombinieren kann ich ihn aber auch nicht. Ne, Objekt benutzen, doch kombinieren. Ne, okay. Also da kommen diese Branddinger rein. Oh, warum habe ich ein schlechtes Gefühl, hier drüber zu gehen? Ich gehe mal langsam. Alles voll musig. Bei Silent Hill musste man erst einen Föhn ins Wasser werfen, bevor man überhaupt hier drüber gehen konnte. Wo sind wir denn jetzt? Musiktechnisch ist es hier ein Safe Room. Es ist auch ein Safe Room. Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Backpacker, eine Trophäe. Juhu. Da ist nochmal ein Bobblehead. Eine Kiste. So, was lassen wir denn hier? Ich glaube, wir lassen den mal hier. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich brauchen im Moment. Festbrennpaste. Ich lasse jetzt auch mal hier, weil ich jetzt da nicht so sicher bin. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Davon würde ich gern eins hier lassen. Mal gerade schauen. So. Pillen. Wir haben flüssige Chemikalien. Davon haben wir so viele. Da möchte ich gern jetzt erstmal noch so ein bisschen was von wursteln. So. Kombinieren. Wir basteln uns erstmal noch was zum Heilen. Dann nehmen wir mit zweimal Schießpulver und machen uns damit auch noch Munition. So. Ich denke, zwei Heilungen ist okay. Das packen wir wieder weg. Das packen wir wieder weg. Munition sind wir dann ganz gut. Und dann nehme ich mit... wo ist es? Wo ist es? Flüssige Chemikalie. Kann man das... So. Das würde ich gerne mitnehmen. Defekte Pistole, Schatzfoto... Ich frage mich, warum man die flüssige Chemikalie nicht stecken kann. Das wäre halt natürlich echt cool. Okay. Wartime Photojournalism. Fighting Street. So, was haben wir denn noch hier? Ketten. Überall an der Decke sind Ketten, um Leute festzumachen. Ansonsten. Sieht es so.
So, die Schuhe liegen hier auch immer überall rum. Gut. Dann müsste ich aber jetzt auch noch mal gern gucken, ob wir das kombinieren können damit. Anscheinend kann er mit etwas anderem kombiniert werden. Aber auch hier nicht angezeigt. Ich weiß es nicht. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir diesen Brennerkraftstoff hier definitiv brauchen. Ich weiß nicht warum. Aber gut. So, überschreiben. Und dann kann es weitergehen. Bin ja froh, dass wir hier einen Safe Room haben. Das macht mich glücklich. Trotzdem noch einmal rund gucken. Aber hier ist nichts mehr. Ist aber so lieb, dass sie uns hier dann extra noch Kerzen angezündet haben, damit wir auch was sehen. Bisschen im romantischen Lichtschein. Ach, das mit dem Brennerkraftstoff rumschleppen. Anscheinend kann er mit etwas anderem kombiniert werden. Kraftstoff für den Brenner. Brennergriff, Kraftstoff für den Brenner. Dann fehlt da vielleicht noch ein drittes Teil. Wir schauen einfach mal. Aber wir können... Nee, okay. Ich möchte noch mal hier so ein bisschen umschauen. Nee. Also so atmosphärentechnisch ist es ja schon echt richtig cool, ne? Wenn man hier so mal rundschaut, da hinten so die kaputten Sachen und da ist dieser kaputte Wasserturm, alles so ein bisschen sumpfig, düster, der Nebel mit dazu. Alles schon cool. Okay, ich meine, ich sollte es wahrscheinlich nicht cool finden, sondern gruselig, aber ich finde es cool. So. Okay. Dann... Schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Überall Müll. Das ist so richtig... Ich meine, klar, es gibt Messies, die schlimmer sind und die wesentlich mehr sammeln, aber... Halt einfach diese ganzen Kunstobjekte und... Ah, ich hab mich jetzt erschreckt. Glück haben wir hier keine Ausdauer, die uns verloren geht. Und die eine. Komm. Drei Stück, ne? Noch eine irgendwo? Noch jemand, der getötet werden möchte? Nein? Okay. Dann. Gehen wir jetzt Richtung Wasserturm. Also da drin, was liegt denn da irgendwie? Das sind eigentlich nur diese zwei, eine starke Chemikalie und eine normale Chemikalie. Schießpulver. Machen wir so einen Blick nach unten haben hier. Ah, hier kann man ums Haus drum rumgehen. Aha. Dann. Ha, ein Dietrich. Und das Psychotikum. Das können wir auch. Ich glaube, das Psychotikum können wir direkt nehmen, ne? Dann benutzen wir den Dietrich doch mal direkt hier. Warum wir den danach nicht mehr benutzen können, ist mir halt auch ein Rätsel. Erste Hilfe Arznei, das ist gut. Okay, ich fürchte, dass wir da nicht her können. Sondern ich schleiche mich jetzt mal hier vorbei. Also ich denke, dass wir diese Viecher wohl wirklich erst aus... Wo ist es? Wo ist es? Na komm. So. Dafür braucht man jetzt halt wirklich keine Munition zu verschwenden. Ich denke, das könnt ihr mir bescheinigen.
Kreutsche. Die Brennerdüse. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir einen Brenner. Sehr schön. Ah, das ist was Feines. Jetzt können wir uns an die Sachen machen, aber ich möchte erstmal kurz so, erstmal noch umschauen. Umschauen ist immer wichtig. Ist immer so Quatsch mit so mit dem Kopf so, ey. Ich bin doch bescheuert. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. So, wieder Angelkoffer. Gas. Oben ist auch nichts, was man irgendwie gebrauchen könnte. Okay, dann wollen wir doch mal den Brenner ausprobieren. Wir gehen erstmal zurück ins Haus, bevor wir hier lang gehen. Ich glaube eh, dass wir hier so schnell nicht durch können. Wir flemsen erstmal die Spinnen da. Hello. Ey! Haben mich doch noch gekriegt, die Säcke. So, Chemikalien. Und dann können wir direktement uns... Ach, wollen wir uns eine starke Medizin machen oder wollen wir uns... Verbessert... Ach, das ist verbesserte Pistolenmunition. Wie komme ich denn da drauf, dass das Flintenmunition ist? Dann nehmen wir uns eine Superheilung. Und mehr Munition. So. Macht das doch Spaß direkt. So. Ah, wir müssen den ganzen Ball komplett abflemsen. Müssen wir mal gerade auf die Karte gucken. Okay, Wohnzimmer. Doch, wir sind richtig. So. Gut. Noch mehr Chemikalien. Und Festbrennstoff, wo ich immer noch nicht verstanden habe, wofür der ist. Das ist aber nicht der Raum, den ich meinte, wo wir sind. Okay, da müssen wir hier gleich nochmal hin. Dann habe ich mich jetzt gerade getäuscht, weil ich dachte, wir wären im Salon. Salon! Salon, die Dong. Aber bevor wir uns mit dem Abflemsen diverser Tiere beschäftigen, würde ich sagen, wir beenden die Episode hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann brutzeln wir noch ein bisschen durch die Gegend. Ich freue mich schon drauf. Und gucken, wie wir sonst noch irgendwo ankommen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich echt super, super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Oder wenn ihr mir einen kleinen Kommentar da lasst, von wegen, hey, hi, hat Spaß gemacht. Oder, boah, nee, Alte, geh heim. Nein, das möchte ich nicht hören. Ja, wäre cool. Also ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.